Mittwoch, 21. Oktober, kurz nach 7 morgens. Und Papa ist schon wieder nach Simonstown gefahren. Die Pinguine scheinen es ihm echt angetan zu haben. Naja, außerdem Seaforth Beach, an dem ich gestern war, gibt es ja noch ein paar andere Strände, an denen die Vögel zu sehen sind. Einer dieser Strände, der Boulders Beach, wurde sogar zum Mini-Nationalpark erklärt. Sein Besuch stand eigentlich schon für gestern auf meinem Programm, musste dann aber auf heute verschoben werden, weil mir ja die Akkus ausgegangen waren. Der Nationalpark öffnet zwar erst in einer Stunde, aber vielleicht gelingen mir am Water's Edge Beach ja ähnlich eindrucksvolle Bilder wie gestern am Seaforth Beach. Eine Hoffnung, die sich rasch zerschlägt. Ein paar Frühaufsteher der Gattung Mensch. Mehr hat dieser Strand im Moment leider nicht zu bieten. Die Pinguine sind im Laufe der letzten 30 Jahre als Touristenattraktion für Simonstown insgesamt fraglos zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Die Bewohner der an den Stränden liegenden Häuser empfanden sie aber zunehmend als Plage. Die Vögel drangen in ihre Vorgärten ein, machten Lärm, hinterließen Fäkalien. Kurzum, die Zäune des Nationalparks sind nicht nur zum Schutz der Pinguine vor allzu aufdringlichen Menschen hochgezogen worden, umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Wohl dem, der nicht klettern können muss, um Hindernisse zu überwinden. Halbwegs intelligente Pinguine wie wir finden Löcher im Zaun und kriechen durch sie hindurch. Oder schwimmen im offenen Meer um die Grenzen des Parks herum und watscheln dann auf der anderen Seite wieder an Land. Intelligenter als diese Wachhunde sind wir jedenfalls allemal. Um 8 Uhr, wie sollte es auch anders sein, steht Papa am Boulders Beach-Eingang in den kleinen Nationalpark. Dumm nur, dass vor Sonnenaufgang schon die Flut eingesetzt hat. Jetzt ist der Foxy Beach mit den Holzplattformen abgeschnitten. Über diese riesigen Felsbrocken hinweg gibt es kein Durchkommen. Wohl den, der längere Beine als ein Pinguin hat und jede Menge Zeit noch dazu. Ich laufe einfach um den Strand herum und dann am anderen Ende des Parks in selbigen wieder hinein. Der Boulders National Park ist Teil des Table Mountain National Parks, also des Tafelberg Nationalparks und vermutlich der kleinste Nationalpark des ganzen Landes. Gegründet wurde Boulders Anfang dieses Jahrhunderts, als die Pinguinkolonie immer größer wurde. Das Material und auch die Farbe der Stege und Plattformen aus Holz mögen zwar der Landschaft hervorragend angepasst sein, die Blickwinkel, die sie zum Filmen und Fotografieren bieten, sind aber suboptimal. Zum Glück bin ich noch der einzige zahlende Gast im Park. Dann kann auch keiner petzen, wenn ich das Einbeinstativ mit der GoPro mal kurz zum Strand herablasse. Von Vorteil ist das Filmen aus einer erhöhten Position höchstens bei Weitwinkelaufnahmen. Auf diesen Bildern wird zum Beispiel gut erkennbar, dass Pinguine zur Nahrungssuche normalerweise immer in Gruppen aufbrechen. Safety in numbers, Sicherheit in der Menge, genauso wie Gazellen und Antilopen in den Savannen Afrikas auch in Herden grasen. Afrikanische Pinguine leben monogam, das heißt, ihre Fortpflanzungsgemeinschaften enden in der Regel erst mit dem Tod eines der beiden Partner. Pinguin und Pinguinin, hab's extra nachgeguckt, kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs. Von der Inkubation, also der Bebrütung der Eier, bis zur Fütterung der Neugeborenen. Bei einigen Vögeln dieser Kolonie ist das Mausern im vollen Gange.
Jedes Jahr zur selben Zeit werden die alten und abgenutzten Federn durch neues Gefieder ersetzt. Ein Vorgang, der bei afrikanischen Pinguinen etwa 3 Wochen dauert. Während dieser Phase des Übergangs sind die Tiere gezwungen, an Land zu bleiben und dort zu fasten. Im Volksmund werden afrikanische Pinguine auch Eselspinguine genannt. Und fürwahr, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen Lauten und dem Schrei eines Esels lässt sich nicht verleugnen. Um 9 Uhr hat Papa genug gesehen. Jetzt muss er sich nach all den Anstrengungen erstmal wieder ausruhen. Ich habe Urlaub. Urlaub. Umso erstaunlicher, dass er heute Nachmittag tatsächlich mal weiter als nur bis zum nächsten Stranddorf fahren will. Bis nach Kapstadt. Ist ja irre. Ganz genau. Und ich wette, bei diesem Ausflug wärst du auch gerne dabei gewesen. Mein Ziel ist nämlich der Access Park.